schon mal Resident Evil 8? Das Problem ist, nebenbei ist gut, das ist Next Gen. Ich drücke eine Taste und das Spiel ist da. Wir sind drin. Da ist nichts mit nebenbei. Da ist nichts mehr mit nebenbei. Früher war es so, du musstest die Konsole anmachen, PlayStation 4 erstmal eine Stunde hochgefahren, dann das Spiel, dann wieder eine Stunde vergangen und dann konntest du endlich irgendwann loslegen. Aber hier, Next Gen, du drückst eine Taste und wir sind drin. Lass mich mal kurz gucken. Hier, A, zack. Resident, lass mich wenigstens das Spiel noch schnell umändern. So. Solange du dann noch ein Bart hast. Ja, stehst du auf Bärte, Teleschnecke? Also, ich frag für einen Freund. Brownie, bitte nicht. Wenn du eine Glatze kriegst, dann erinnerst du mich an meinen Mathelehrer. Oha, ich wollte schon immer Mathelehrer werden. Brownie, es gibt zum Glück Mützen. Mein Kopf ist zu groß und zu rund für eine Mütze. Mützen stehen mir absolut nicht, Roswedel. Mützen stehen mir absolut nicht. Mein Kopf ist zu rund. Für Mützen brauchst du so schmale, ovale Köpfe. So schmale, ovale. Du kannst deinem Freund ein Jahr ausrichten. Und wie viel Bart? Wie viel Bart? So ein bisschen mehr wie ich oder so schon so ein richtiger Bart? Teleschnecke. Aber ohne Witz, Leute. So ein bisschen Bart und eine Glatze würde mir auch stehen, oder? Ich stehe auch auf Glatze bei Männern. Maibaum, du stehst auf Glatze? Was ist denn da los? Die Frauen stehen auf Glatze, Hulda. Lass dir eine Glatze schneiden. Komm nach Köln, ich stell dir den Mathelehrer vor. Danach willst du kein Mathelehrer mehr werden. Ich glaube, dein Mathelehrer wird mich nicht kennenlernen. Ich bin mit Brownie befreundet, also erzähl kein Blödsinn, Jarell. Ja, siehste? Jarell? Scheiße, wa? Hulda hat mir sogar einst erzählt, ich bin sein bester Freund. Ich war nämlich der Erste, der ihnen zum Geburtstag gratuliert hat. Und an dem Tag haben wir den ganzen Tag zusammen verbracht und Spaß gehabt. Wir haben Dead by Daylight gespielt. Das war richtig schön. Ich kann mich daran noch erinnern, als wäre es gestern. Ich kann mich wirklich daran erinnern, Hulda. Ich weiß noch, wie ich da diesen einen Gen gemacht habe. Ich weiß es noch. Alle anderen Tage letztes Jahr habe ich vergessen. Aber der Tag, der ist in Erinnerung geblieben. Ist er wirklich? Ist er wirklich? Da haben wir nämlich auch Isa und Wakatschu kennengelernt. Das ist halt einfach wirklich so. Und ich bin mir aber nicht sicher, wo wir gestreamt haben. Ob wir auf Twitch oder YouTube gestreamt haben. Es könnte tatsächlich YouTube gewesen sein. Cola ist alle. Oder du lässt dir die Haare einpflanzen. Ja, von was für Haare soll ich denn da einpflanzen? Das ist aber dann eklig. Nackenhaare oder was? Das ist nicht gut. Das sieht eklig aus. Ich kenne dich schon seit 2 Jahren. Ja, Jarell, die Zeit vergeht. So schnell. Das ist schön. So sollte auch ein Freund sein. Krass, dass du das noch weißt. Natürlich weiß ich das. YouTube. In Rocket League gibt es Etappe 2. Heute ist Etappe 2 rausgekommen. Wir gehen rein. Einfach die... Oh mein Gott. Guck mal. Das sieht aus, als hätte ich eine Glatze, aber das ist einfach nur, weil meine Haare so scheiße kurz sind. Ich kann halt auch keine Frisur daraus mehr machen. So. Ist halt zu kurz. Ist halt nur so ein Stückchen Fetzen. Egal. Aktueller Spielstand laden. Yes. Rein. Lese den Satz nochmal. Brownie, du, ich nenne dich schon seit 2 Jahren besten Freund. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Es gibt übrigens keine Ladezeiten. Ich muss nur A drücken.
Oder holst dir eine Perücke. Nee, Hundehaare. Ich mach mir doch nicht Hundehaare an den Kopf. Bist du komplett übergeschnappt? Wie soll das denn aussehen? Brownie zukünftig mit Hundehaaren auf dem Kopf. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Hundehaare. Easy. Das wird wunderschön. Hä? Okay. Genügend wild. Wir haben alle Zutaten beisammen. Oh, das ist gut. 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 Du bist ja gestern relativ weit gekommen. Fertig. Hab ich das Spiel gewechselt? Du hast dir auch was verdient. Hab ich das Spiel auf Twitch gewechselt? Steht da drin, dass ich jetzt Resident Evil spiele? Ja. So, wir werden... Das ist kein Speedrun, Ilias. Das muss ich dich enttäuschen. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. Kristallschädel. Wertvoll. Verkaufen wir. 5 Stück haben wir. Ein perfekter Kristallschädel. Verkaufen. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. 20.000 haben wir jetzt. Was gibt's denn Schönes für 20.000? Eigentlich gar nicht so viel. Die Waffe ist komplett aufgerüstet. Gibt die wenigstens ordentlich Kohle, wenn ich sie jetzt verkaufen würde? Ich befürchte nicht. Oh. Essen ist Leben. Hm. Okay. Haben wir so gemacht. Ich glaube, so ist es in Ordnung. Verkaufen. Die Leihpistole. 76.000. Das geht eigentlich, oder? Ist schon ordentlich. Brownie, eine Frage. Kannst du auf der Switch Minecraft anmachen und den Server starten? Mache ich heute ungern, aber vielleicht nächstes Mal, okay? Die Tage. Herzlich willkommen bei Katschu übrigens. Schön, dass du da bist. Wir haben gerade über dich geredet. Ganz zufällig. Nur positiv. Mm. So ein Ding. Zu hungern heißt zu leben. Aha. Damit kannst du ganze Herden abschlachten. Ich hoffe es... Oha, wir haben richtig viel Geld. ...wird dir nützlich sein. Das ist voll gut. Stell dir vor, der Verkäufer scammt dich nur und alles ist 50 mal so wert. Ja, das ist auch so. Jeder Verkäufer scammt dich, weil er verdient damit Geld. Dein Ernst? Er möchte jetzt 111.000 Gold zurückhaben. Junge, der hat mich gescammt! 75.000 hat er mir gegeben und jetzt verkauft er mir meine eigene Waffe für 111.000 zurück. Alles klar. Er möchte einfach über 40.000 mehr haben, als er mir gegeben hat. Was? Danke, ah, schon gut. Das war's. Du hast mich verarscht. Guck mal, die macht 840 Schaden. Jetzt bin ich aber gespannt. Hals- und Beinbruch. Welche macht 840 Schaden? Die hier, ne? Ah, die ist auch auf rechts ausgelegt. Die ist nach oben ausgelegt. Ich glaube, ich drehe die Waffe dahin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Hm.
freu dich doch. So mit. Was? Freu dich doch? Du machst somit keinen Gewinn, Brownie. Hä? Wieso soll ich mich freuen, dass ich keinen Gewinn mache? Das ist doch schlecht. Man freut sich doch immer über Gewinn. Alter, dieser Schatten ist so geil. So. Was sind das hier? Schleusensteuerung. Ah ja, okay. Ich erinnere mich. Wir müssen zur Schleuse und irgendwie den Strom anmachen. Alter, erschreck mich doch nicht so. Ich bin mal raus für heute. Wünsche euch eine gute Nacht. Danke dir, Francine. Ich dir auch. Oder wir dir auch. Schaut euch diese... Ey, das ist so eine geile Grafik. Ohne Witz jetzt. Wo soll ich hingucken? Da. Also, wir müssen hier irgendwie blau... Ich verstehe das nicht. Blau, blau... Rot, rot, rot. Weiß, weiß, blau. Aber was genau? Wo genau? Was muss ich wo genau wie machen? Oh, was ist das? Ah, hier wird's erklärt. Betriebsanweisung. Roswitha, wir werden dich vermissen. Ja, Roswitha. Wir werden dich vermissen, Francine. Oh, Junge. Starkregen kann den hiesigen Wasser leben. Lebewesen schaden. Zur Vorkehr sollte daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Setzen Sie die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhaus mit dem Strom zu versorgen. Bedienen Sie den Hebel im Pförtnerhaus um. Okay. Wir müssen. Ah, guck mal. An jeder Windmühle ist hier eine Kurbel. Und wir müssen die Richtung Wind aus... Richtung Wind drehen. Und es sind einfach vier Windräder. Oh nein, Alter. Das sind vier Windräder. Eins, zwei, drei. Oh, zwei drehen sich schon. Perfekt. Zwei drehen sich schon. Also es ist gar nicht so viel, was wir tun müssen. Hallo? Geflutet, hat er gesagt. Wer hat was gesagt? Ich glaube, ich muss hoch. Geflutet, hat er gesagt. Das ist doch ein Zombie. Ganz ehrlich, dieses Grunzen. Das ist doch nicht der Händler, oder? Das ist doch nicht der Händler, der schnarcht. Das hört sich an, als wäre da ein Zombie. Was ist das? Ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lang. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Da ist der einzige Ersatz, den wir haben. Oh nein, Windmühle 2? Was für ein Scheiß? Oh, Scheiße. Können wir eigentlich messern?
Das Huhn ist despawned. Wir müssen munitionssparsam umgehen. Kristallfragment. Okay. Ein Wehrzombie. So, lasst uns an der Kurbel drehen. Pistolenmunition. Oha, wie cool. Okay, Geld. Ja, ich drehe erst am Ende an der Kurbel, weil irgendwas wird doch hier passieren. Lass uns erstmal die Gegend erkunden. Oh, hier geht's nach unten. Warte mal. Ich höre was. Hier ist doch irgendwo so ein Wackelkopf. Hört ihr das? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Oh, da ist er. Oh mein Gott. Soll ich nach unten? Komm, wir drehen an die Kurbel. Ich kann nicht mehr reden. Och nein, die Kurbel ist zerbrochen. Echt jetzt? Es war so klar, dass sie zerbricht. Zu nichts zu gebrauchen. Halb Werwolf und halb Zombie ist ein Werzombie. Okay. Komme ich von hier überhaupt rüber zu der anderen? Moment mal. Die Windmühle da hinten ist kaputt. Ich will da nicht rüber. Hier sind tote Fische. Kann ich die essen? Schwimmen sollte ich hier, glaube ich, vermeiden. Munition. Man muss alles mit Messer zerstören können. Wow! Bist du nicht zu futtern? Gar keinen Bock, Alter.
Wie viel sind davon hier drin? Oh, mein Controller vibriert. Mein Controller vibriert. Ich kann doch hier niemals rüberschwimmen. Hä? Scheiße. Wo muss ich hin? Ich kann da hinten rauf. Das macht keinen Sinn. Komme ich da hinten rauf? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ein Tipp, lass dich nicht von dem Ding erwischen. Das ist mal ein Ding. Ja, schön groß, oder? Ein richtig großer. Da freust du dich. Vielleicht kannst du die abknallen. Nein, 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 nein. Hier wird nichts abgeknallt. Wir haben nicht so viel Munition. Tapio. Ich habe hier was kaputt gemacht. Ja, gut. Hä? Vielleicht kann ich das irgendwie umschmeißen. Warte mal. Nee, nee, nee. Die Frage ist, kann ich hier rüber? Kann ich da rüber? Oder soll ich da drüben rüber? Nee, da drüben ist nichts. Ich glaube, ich muss hier rüber. Ich glaube, ich... Komme ich da hoch, wenn ich hier rüber schwimme? Ich kann hier gar nicht... Das geht gar nicht weiter, lol. Ich glaube, ich muss hier weiter. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Was? Runter? Tapio, bist du schon so weit? Was soll ich mit diesem großen Ding machen? Ich kann den ganzen Weg zurücklaufen. Schön, dass ihr da seid, Toda. Schön, dass du da bist. Hä? Von hier sind wir gekommen, oder? Okay, das war rechts lang. Aber wir können auch... Ich check's nicht. Ich und Toffi haben ja laut dir ein neues Spiel durchgespielt. Das DLC ist ja zum Spiel zählt, ja. Ich check's nicht. Wo soll ich jetzt hin? Hä? Wie soll man das schaffen mit nur Messer? Wie soll man das im Messer-Only schaffen? Noch lange nicht, aber ich glaube, du könntest auf den markanten gelben markierten Stelle an das Gebäude schießen. Ja,
Aber wie soll man das mit einem Messer-Only-Run schaffen? Also die Stelle schafft man gar nicht mit einem Messer. Ist mir jetzt nicht bekannt, wie man das mit einem Messer hätte lösen können. Bin back. Willkommen zurück. Kann ich das Ding auf seinen Kopf schieben? Ah, das ist so ein... Verdammt. Na gut. Ich glaube, ich brauche noch mehr. Das Glockenrätsel geht ja auch nur mit Pistole. Aber dann gibt es kein Messer-Only-Run. Hab noch Titana Naboris gemacht. Hä? Okay, easy. Widerlich. Ih, da sind Maden. Komme ich hier wieder hoch? Ich komme nicht hoch, aber irgendwas ist da hoch nach oben gefahren. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, die bleiben nicht lange oben. Ich glaube, das ist so zeitlich begrenzt, oder? Und da muss man sie wieder aktivieren. Eigentlich voll die coole Mechanik. Hä? Voll cool. Gefällt mir. Düb, 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 düb. Düb, düb, düb. Düb, düb, düb. Oh mein Gott. Welchen Hebel muss ich umlegen? Lauf, lauf, lauf! Wir sind hier sicher. Immerhin sind wir auf dem Land, nicht auf dem Wasser. Okay. Was, dein Ernst, Mann? Oh, Kacke. Mein erster Tod, glaube ich, oder? Ist das mein allererstes Game Over? Ich glaube, das ist mein allererstes Game Over. Bin ich schon mal Game Over gegangen? Ich bin tatsächlich noch nie Game Over gegangen. Mein erstes Mal. Und jetzt ist es mein zweites Mal. Direkt hintereinander. Doch, doch. Ich bin bei der Demo einmal Game Over gegangen, aber im Hauptspiel noch nie. Du bist einmal gestorben. Wann denn, Jarell? Ist halt geskriptet hier. Wow. Ich bin an einem geskripteten Event gestorben. Das ist aber auch unfair.
Hier muss man einfach wieder zurücklaufen. Wegen einem geskripteten Event tot, lol. So. Noch 14 Stunden bis Mass Effect. Oha. Oha. Bald ist es soweit. Oh mein Gott. Der Typ wird immer aggressiver, glaube ich. Hebel. Wow, was für ein Fang. Was? Ich habe Angst, dass es gleich nach unten sackt. Ich muss hier weg. Oh! Okay, wir sind auf dem anderen Turm. Und jetzt müssen wir hier nach oben. Wo ist denn die Leiter? Hä? Scheiße. Irgendwas stimmt mit der Leiter nicht. Ja, wow. Hier ist die Kurbel. Yes, wir haben sie. Was ist das denn jetzt hier? Hier kann man nicht hochklettern. Ist mir schon klar, dass du hier nicht hochklettern kannst. Hä? Check ich nicht. Alter, was macht der? Versucht der gerade hier das alles zum Einstürzen zu bringen? Wo muss ich hin? Stürzt das Ding gleich ein? Ich muss daran noch mal kurbeln. Aber wieso nimmt er denn... Wieso macht er denn die Kurbel ab, wenn er nochmal kurbeln soll? Das verstehe ich gar nicht. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ah. Das ist durchaus sehr schlau. Oh, easy. Seilrutsche. Perfekt. Alter. Meine Fresse. Alter Schwede. Okay. Die Kurbel.
Kurbeln wir gerade in die richtige Richtung? Okay. Sieht gut aus. Das Baby von gestern im Puppenhaus war nice. Absolut nicht nice. Absolut nicht. Wir haben Strom. Kurz zurück zum Händler gehen. Ah, ja, ja. Wir haben übrigens unsere Waffe verkauft für 70.000. Man kann sie sich wieder zurückkaufen für 111.000, Tapio. Also man kann sich alles wieder zurückkaufen. So, kochen. Ah, danke. Rein. Weiter so. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Du hast neue Waren? Hä? Dich verarschen? Was ist denn daran jetzt neu? Hier ist nichts Neues. Ah, schon gut, das war's. Hals und Beinbruch. 4 Millionen. Oh mein Gott. Indem du RT drückst, dann siehst du was Neues. Was? RT drücken? Soll ich etwas für dich auswählen? Oh, du gehst schon? Ah, guck mal. Yes. Ist das ein Schieberätsel? Hä, es ist einfach nur... Aber der in der Mitte, der leuchtet nicht. Ach, das muss ich drehen. Dann ist das hier blau. Das rot. Das weiß. Das blau und das rot. Den Zettel muss man nur drehen. Voll dumm. Nicht unbedingt, aber wenn du eine Waffe auf 100% bringst, hat sie mega krass. Dann endlich Munition. Das ist mega nice. So, das Wasser wird geflutet. Oder entflutet. Seht ihr das? Wie hinten in Echtzeit das Wasser nach unten geht? Das ist richtig geil. Was? Zurück ins Haus! Wow! Kann ich es einfach töten mit dem Granatenwerfer? Ha, sollte ich mir den Granatenwerfer lieber aufheben für den Endboss? Nein, dann nehmen wir die Magnum. Ist ja gar nicht mehr da. Oder? Er ist weg.
Aber hier kann ich auch nicht mehr lang laufen. Hier vermutlich. Komplett neue Wege. Weil jetzt hier alles Wasser weg ist. Ja, das ist der Boss. Das ist der Boss. Natürlich ist das hier der Boss. Das fette Vieh. Das wird noch ein Bosskampf sein. Definitiv. Das war nämlich... Das ist nämlich relativ einfach gestrickt, das Spiel. Erweitertes Magazin, wie geil. Einfach gefunden. Einfach gefunden. Stell mal vor, wir hätten das jetzt hier verpasst. Hier an dieses Ding ziehen. Kann ich hier nicht dran ziehen? Nö. Weil gelb sieht immer so danach aus, ne? Wah! Scheiße. Was mache ich jetzt? Rennen. Du wirst stolz sein, Mutter. Sieh her. Keine Wahl. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg, Bastard. Die Munition habe ich verschwendet. Das meine ich gar nicht, lol. Ih, was ist das denn? Gift? Was für eine Scheiße! Es regnet! Was ist das denn für ein Dreck jetzt? Jetzt der Trottel! Was ist denn das? Geil. Ist ja blöd. Okay. Wo muss ich denn hin, wenn es dann regnet? Übel. Ja, eher Verarschung, ey. Du wirst stolz sein, Mutter. Sieh her. Ich hab nur keine Wahl. Ich muss dann irgendwie in ein Haus rein oder so. Aua!
Sein Mund. Auf die explosiven Fässer schießen. Ja. Genau das war mein Plan. Soll ich erst looten oder erst schießen? Ach, das ist ja easy, Leute. Das ist ja easy. Wir haben Drehtminen. Schnellzugriff. Was? Was ist das denn für eine Scheiße? Hä, das ist ja voll easy. Oh nein! Es regnet es! Aber hier müsste ich sicher sein, oder? Läuft er hier lang? Du Bastard! Was? Die Mine explodiert nicht, wenn ich selber langlaufe, oder? So. Ja, das ist voll doof. Warte. Wir craften Munition. Wir verschwenden nicht unser Leben. Bam! Easy. Ah, man kann auf die Minen schießen. Okay. Das wusste ich nicht. Im wahrsten Sinne eine... Ekelpaket. Ekel. So, aber wir müssen noch looten. Aber was ich jetzt nicht verstehe, jeder Endboss gibt krassen Loot. Wo ist sein Loot? Scheiße, wo ist der explodiert? Nein. Jeder gibt doch so ein Loot, was man verkaufen kann. Wo ist das bei ihm? Das muss doch hier irgendwo liegen, oder? Mach keinen Scheiß. Wo ist er explodiert? Ich suche jetzt so lange, bis ich hier irgendwas finde. Oder gibt's hier keins? Gibt's hier keinen. Gibt's bei dem Boss keinen Loot. Ich habe auch vergessen, wo der gestorben ist.
geht's wieder raus. Heute noch zum vierten Grafen. Ilias, hat dieser Boss hier gar kein Loot gedroppt, was man verkaufen kann? Oder ist das jetzt hier irgendwo auf dem Boden und ich muss es jetzt stundenlang suchen? Kann die Frage mir einer von euch beantworten, ob der Boss Loot hat? Normalerweise hat jeder Boss Loot. Und das ist richtig viel Geld, deswegen kann ich das hier nicht liegen lassen. Ich habe was bekommen. Ah, ich hab's schon gelootet. Oh ja. Okay, ich hab's schon. Dann gehen wir. Da vorne ist der Ausgang. Und ich suche eine halbe Stunde. Ich hab diesen Schlüssel nicht. Nee. Alter, ich besitze diesen Schlüssel nicht. Was ist denn hier los? Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand mag mich, deswegen habe ich gedacht, sie würde mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Was hast du da für eine geile Piste? Wo kriegt man die her? Oh, lass mich mal kurz überlegen. Ich überleg. Warte kurz. Ich glaube... Sorry, ich war kurz auf Klo. Da kann man am besten nachdenken. Die allererste Waffe, die wir gefunden haben, war die Sniper. Die haben wir bei der Gräfin gefunden, okay? Ich glaube, die Pistole haben wir als zweites... Haben wir die als zweites gefunden oder haben wir dann die Schrotflinte gefunden? Ich glaube, wir haben dann die Pistole gefunden und erst dann die Schrotflinte. Also die Pistole hatten wir relativ schnell schon. Relativ schnell haben wir die Pistole bekommen. Die zweite. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück. Auch wenn sie schon ganz lange tot ist. Aber wenn Mutter das tut, dann... Was passiert dann mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, 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 nein. Also die... Das erste war dieses Scharfschützengewehr. Ich glaube, dann haben wir die Pistole gefunden. Es kann sein, dass es im Dorf war. Im Puppenhaus haben wir, glaube ich, was anderes gefunden. Dann haben wir auf jeden Fall... Wir haben dann wir haben die Schrotflinte gefunden. Danach haben wir die andere Schrotflinte gefunden. Und dann haben wir, glaube ich, im Dorf den Granatenwerfer gefunden.
Aber ich weiß nicht mehr, wo genau die Piste war. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall macht die sehr viel mehr Schaden. Deswegen habe ich die andere verkauft. Ach du Scheiße. Kado. Kado? Lebt? Das Ding? Hallo. Ich will dich. Ja, das kann ich reinstecken in meinem Schlüssel. Zack. Hältst dich besser als erwartet. Oh, Heisenberg. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die 4 Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Dann habe ich alle. Na dann, erstmal zum Friedhof. Ah! Scheiße, Bildschirm gemacht. Was für ein Wichser. Foto. Okay, aber was ist das? Das lebt. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Mann, ich will kein Foto. Hat der Käse gegessen? Ist das Käse? Uiuiui. Ich glaube, wir kriegen das jetzt auf mit dem Schlüssel. Oder? Ja. Nice. Heisenberg ist der Bruder von Lady Dimitrescu. Sieht aus wie Come on, Bert. Come on, Bert. Hier dürfte eigentlich keine Gefahr mehr ausgehen. Ah, da ist noch ein Kugellabyrinth. Aber ich verstehe nicht, wo ist die Kugel? Scheiße. Haben wir die Kugel? Wir haben die Kugel nicht. Hä, die kann halt überall sein. Keine Ahnung, wo die Kugel ist, Alter. Die kann hier überall irgendwo liegen. Hä, das ist auch voll scheiße. Kann mir einer sagen, wo die Dreckskugel ist? Muss ich vielleicht den Fernseher zerstören? Warte. Vielleicht muss ich das, den Fernseher zerstören und da ist die Kugel drin oder so eine Scheiße. Es gab doch noch hier vorne eine ganze Etage. Da ist auch noch irgendwas nicht gelootet. Das hier könnte halt jetzt rot sein, weil das Kugellabyrinth noch nicht gelöst ist, ne? Vielleicht gibt es hier gar kein Loot. Das ist so ein bisschen unklar gerade. Ansonsten kann auch irgendwas am hier oben sein. Paulina, herzlich willkommen. Und Bratwurzelkrake. Ich habe noch einen Eierkuchen in meinem Dings. Ja, alles klar, es geht nicht kaputt. Kadu. Ja, und nu? Kadu. Ja, und?
verstehe ich nicht. Wo ist die Kugel, Dantendo? Es gibt einige saumies versteckte Silberdiamanten. Okay, das ist hier alles noch, das ist hier blau. Das ist alles blau. Hier ist es rot, ja. Genau, irgendwo kann hier halt irgendwo was mal funkeln. Aber da muss ich ja Stunden alles absuchen. Das kann halt überall sein. Und hier ebenfalls. Hier habe ich nämlich letztens aufgegeben, weil ich das nicht gefunden habe. Weil der Bereich ist halt einfach riesig. Es kann halt schon hier vorne am Eingang sein, was uns fehlt. Und wir suchen jetzt hier diesen ganzen riesigen Bereich ab. Scheiße. Es kann überall liegen. Bist du nicht der Einzige, der aufgibt? Die Dinger sind teilweise echt extrem gut versteckt. Hier ist halt auch die Frage, ob mit dem Baum irgendwas zu tun ist. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oh, man braucht jeden einzelnen für die Trophäe. Ja, gut. Und dann gibt es Leute, die sind hier einfach nur durchgerusht am ersten Tag und sind fertig. Die haben doch bestimmt nicht alles gefunden. Die sind doch einfach weitergelaufen. Du kannst die Story nicht so schnell durchspielen in 5 Stunden. Wenn du alle Achievements, also beziehungsweise wenn du alle Sachen finden willst. Wie willst du das in 5 Stunden schaffen? Am ersten Tag, wo noch nichts bekannt ist. Ilias, wie hast du das denn gemacht? Alles geskippt? Also ich finde hier nichts. Ich glaube, ich gehe weiter. Scheiße, Mann. Ich brauche die Kugel. Wo ist die Kugel? Wir wissen nicht, wo die Kugel ist. Das nervt mich auch übel. Ich will die Kugel haben. Nicht jeder fällt rein. Nur die aus dem Gebäude tatsächlich. Ja, weil, wie gesagt, ne? Also ich bin jetzt alles abgelaufen, Tapio. Ich habe nichts gesehen. Was ist das? Kugellabyrinth, ja genau.
Warum ist das denn jetzt hier noch? Warum ist das denn hier noch rot? Hier ist halt auch irgendwo Loot. Kein Mensch weiß wo. Oha, im Schlossturm, ganz klein. Alter. Ja, und hier? Wie verarschen? Was soll denn hier sein? Also der Raum ist ja wirklich mini klein. Ah, hier. Okay, wir haben's. Vergiss, was ich gesagt habe. Ein Foto eines schneeweißen Schweins. Ja, nu? Im Dorf. Aber was soll mir das sagen? Ist da noch ein Schwein oder was? Ist da irgendwas? Nee, guck, wir haben's. Es war tatsächlich einfach nur ein Foto, was hier lag. So, und jetzt können wir hier die Kurbel benutzen. Oh. Wir sollten aber noch nicht weitergehen. Wir sollten zurück zur Stadt gehen, weil da können wir mit der Kurbel auch noch Dinge looten. So, hier geht's jetzt nämlich zu Heisenberg. Können wir hier rauszoomen? Genau. Moriaus versteckte Waffe. Nee, es geht gar nicht nach Heisenberg. Guck mal, hier sind... Da oben ist Heisenberg. Und hier sind irgendwie noch... Überall noch Loot. WTF? Aber dann gehen wir... Wo sind die? Wo sind denn die Raben? Ich sehe sie nicht. Ja, ja, man muss die ja im Flug treffen. Keine Chance, Alter. Verkackt. Was? Flugviecher. Haben die mich schon entdeckt? Falls du noch ein Schloss zurück kannst, du musst alle Glasfenster... Oh, Alter. Das kann ich, glaube ich, nicht mehr. Einfach 44 Schuss nur. Es ist voll dumm. Jetzt kriege ich den Loot aber nicht.
Der fliegt halt seine geskriptete Route ab. Obwohl ich geschossen habe. Alter, diese lauten Geräusche. Ich höre was. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Oh mein Gott. Hä? Wo soll denn hier jetzt noch Loot sein? Sag nicht, es ist dieses Flugvieh auf dem Dach, was ich jetzt nicht mehr looten kann. Das wäre es ja gewesen. Dead. Nie. Oder nein. Hä? Ich dachte, ich habe dich umgebracht. Hä? Ich dachte, ich hätte dich umgebracht. Habe ich dich nicht umgebracht? Lucky Number 7 ist auch belastend. Man soll einmal entweder 77.777 auf seinem Konto haben. Oha. Da musst du es halt auch intelligent ausgeben. So. Guck mal, wir können eigentlich noch richtig viel machen. Na, so viel eigentlich gar nicht. Na doch, ein bisschen nur was. Aber wir sparen uns das. Wir sparen uns das auf. Wo ist denn das jetzt mit dem... Hä? Ist hier gar kein Dude mehr? Habe ich beides gerade eingesammelt? Ja, hier ist irgendwie noch was. Ah, da. Okay, leer. 11 mal 7, 77. Ob ich mir heute Abend noch Burger mache? Hä? Es ist schon 12:30? Wieso sagt mir keiner was? Was ist hier passiert? Von der anderen Seite verschlossen. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Naja, ein Werwolf. Hört man schon. Eine Wolfsbahne! Ist die Pistole noch besser? Oh, Magnum-Munition! Nee, nee, nee. Das heben wir uns auf.
Die Magnum-Munition werden wir noch nicht schießen. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit dem Kadu machen. Es ist mein geheimes Labor. Heute habe ich 3 Experimente mit dem Kadu gemacht. Aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Kadu eingepflanzt. Und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt. Und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen, deshalb habe ich es in einen Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern. Anders als bei den anderen habe ich diesen Loot jetzt gekriegt. Guck mal, und hier diesen Loot und diesen Loot müssen wir uns irgendwie noch holen. Hier Donners Kleid, ich habe keine Ahnung. Müssen wir uns auf jeden Fall noch holen. Müssen wir uns auf jeden Fall holen. Hä? Was ist denn da draußen? Hä, ist die KI zu dumm? Ach du Scheiße. Dap, dap, di da, dap. Ja. Vielleicht hätte ich einfach nur eine Magnum schießen müssen. Zur Demonstration meiner Magnum. Aber jetzt habe ich meine Magnum-Pistole. Meine Munition gespart. Ich glaube, es ist besser so, oder? Hm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das richtig war, was ich getan habe. Ah, und hier können wir hier zurück. Falls wir irgendwas looten wollen. Müssen wir? Ich gehe mal hier ganz kurz hin. Ah, okay, hier ist noch Loot. Und hier. Okay, also es gibt auf jeden Fall hier noch Sachen. Ah, nein, falsche Kurbel. Und hier ist vielleicht die Kugel drin. Blendgeschoss. Ja gut. Hier ist ja gar nichts mehr. Ne, hier ist gar nichts mehr. Enttäuschend. Ah, ah, ah. Wir hätten hier auch so ausweichen können und dann hier rüber. Oh, Kraut. Hier rüber rutschen können. Um dann den Gegner zu loopen. Den Wolf. Um ihn dann zu messern. Ah. Das ist halt hier fies, ne? Hier ist die Kugel. Ich hab die Kugel. Muss ich jetzt ernsthaft den ganzen Weg zurück? Dab, dab, di, da, dab. Dab, di, da, dab, dab.
komme gar nicht mehr zurück. Hä? Ich komme gar nicht mehr zurück. Ich konnte sie aber erst jetzt looten. Aber ich komme nicht mehr zurück. Das verstehe ich nicht. Wie komme ich denn jetzt nach unten? Komme ich denn jetzt nach unten? Ach, hier ist die. Lol, man kommt nicht mehr zurück, Tapio. Also alles, was ich. Diese zwei Räume. Hier oben ist der, das ist das Kugeldings. Aber im Umkehrschluss bedeutet das. Die zwei Räume unten, die ich nicht gelootet habe, die werde ich nie wieder looten können. Scheiße. Also, sei vorsichtig, wenn du weitergehst. Du kommst nicht mehr zurück, wie es aussieht. Ja, man kann nicht zurück. No. Diese Physik. Falsche Richtung. Ich sehe nichts. Okay. Ja, okay, hier kann nichts mehr passieren. Taneko, herzlich willkommen. Bam. Hey, grüner Schädel. Isa will ja Platin machen, da hat viel Spaß. Sis Ray. Der Pfeil ist aber neu, oder? War der schon immer da? Dann gehen wir doch direkt diesen Weg. Immer geradeaus. Der Pfeil ist tatsächlich neu. Nicht spoilern. Ruhe. Kurbel. Musste ich leider töten. In diesem Spiel muss man sehr viel. Hä? Das Schicken ist despawned. Hä, wo ist das Schicken jetzt hin?
Habe ich das gelootet? Habe ich das gelootet? Oder habe ich vergessen zu looten? Ich muss es ja gelootet haben, ne? Ich habe es nicht gesehen irgendwie. Aber Isa hat doch keine Zeit, dachte ich. Isa ist doch so im Stress. Und dann will sie Platin machen. Auf jeden Fall krasses Vorhaben. Ich wünsche ihr viel Glück. Warum, Capcom, warum? Es muss halt eine Herausforderung sein, ne? Wenn dieses Achievement jeder hat, ist es halt nichts Besonderes. So. Oh, das ist voll gut. Wir können die Arme reinmachen. Die Arme. Wir haben jetzt den Kopf, die Beine, die Arme. Jetzt brauchen wir noch den Körper. Für dieses kranke Ritual. Oh, guck mal. Er hat dieses Kadu in der Hand. Hä? Wo hat er das her? Der Händler ist irgendwie ich komisch. Ich habe gerade aufgestockt. Der ist irgendwie komisch. Irgendwas stimmt mit dem Händler nicht. Ja gut, wir haben ja fast alles. Ah, danke. Uns fehlt noch einmal Wild. Einmal Fisch. Einmal Wild, einmal Fisch. Oh, fünfmal Wild und nochmal Fisch. Und sechsmal... Alter, wie viele Fische fehlen uns. Du hast ein Auge für Qualität. Danke. Komm, wo kriege ich denn die ganzen Fische her? Stets zu Diensten. Der Händler ist auf jeden Fall. Also irgendwas stimmt mit dem nicht. Vielleicht ist das auch alles nur Einbildung. Also vielleicht existiert dieser Händler gar nicht. Wertvoll verkaufen wir. Sehr wertvoll verkaufen wir. Sehr wertvoll verkaufen wir. Sehr wertvoll verkaufen wir. Bam. Das gehörte Moro? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. Mensch, was ist Hordenmodus? Der einfach nur langweilig, überflüssig und belastend ist. Wir sind jetzt eben... Oh, es gibt ja noch diesen Multiplayer-Modus. Aber bitte das ist auch scheiße, bitte sieh dir auch meine oder? Neuen Waren an. Oh, guck mal. Die macht einfach jetzt schon 1700 Schaden. Wieso da... Wieso steht da ausverkauft und gleichzeitig, dass es neu wäre? Ich glaube, das ist ein Bug. Moment bitte. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Beachte mich gar nicht. Bis nächstes Mal. So, haben wir hier noch irgendwas zu looten? Ah, hier war noch irgendwas und wir wissen nicht was. Tapu, hier haben wir ein Top-Secret-Geheimnis rausgefunden. Da stehen so Zahlen mit Datum. Also irgendwas ist da was. Also, ne? Irgendwas ganz krasses. Oh, hier können wir jetzt hin. Achso, da sollen wir ja auch hin. Da sollen wir ja auch hin. Gehen wir aber erstmal hier die Kurbel aufmachen. Roswitha, bist du eigentlich noch da? Ja, oder? Hier, das können wir aufschließen. Mit diesem Schlüssel. Oh, es klappt! Oha, ein Pokal. Ist das einfach nur so? Sehr wertvoll. Das hat sich schon mal gelohnt, herzukommen. Ich bin noch da. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Danke dir, Dantendo. Gute Nacht. Und alles Gute zum Männertag. Heute ist nämlich Männertag. Alles Gute euch allen Männern. Zum Männertag. Eigentlich müssten wir das jetzt feiern. Männerstream.
Was ist das denn? Ist das jetzt super auf? Vatertag, nicht Männertag, hä? Es gibt nur diesen einen Tag, Hulda. Es ist Vatertag und Männertag gleichzeitig. Frauen haben Frauentag und Muttertag. Wir haben nur diesen einen Tag. Soweit ich weiß, Christi Himmelsfahrt ist Männertag. Oder Vatertag, wenn du halt Kinder hast. Dann ist es Vatertag, ansonsten ist es Männertag. Es ist machbar, aber die Zeit und Kombo-Hölle. Oh, wo können wir denn hier hinfahren jetzt? Will ich denn irgendwo hinfahren? Wo fahre ich denn hin, wenn ich hier raufsteige? Ach, wir können überall hin. Och nein, es ist jetzt einfach ein Bootssimulator. Und wenn ich mich in die falsche Richtung... Wenn ich in die falsche Richtung gehe, dann bin ich einfach im Arsch. Aha. Ich verstehe gar nichts mehr. Christi Himmelfahrt ist nicht Männertag. Wann ist denn dann Männertag, Hulda? Erklär's mir. Schluck trinken, danke dir. Hautresident. Mir geht's gut. Am 19.11. ist Männertag. Was? Ich dachte, das wäre beides das gleiche. Macht keinen Scheiß, Leute. Lol. Dann habe ich da wohl was verwechselt. Zurück. Wir feiern heute nicht. Am 13. Mai? Das ist doch heute. Laut Google ist am 13. Mai. Okay, doch zurück. Also wieder vor. Ich hatte recht. Ich spiele auch Resident Evil 8 und bin schon ziemlich weit. Oha, wenn du weiter bist als ich, bitte nicht spoilern. Wir haben Fische gefangen. Ja eben, Hulda, Google doch. Komm, Google. Rein da. Google für uns. Was ist das denn jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt? Der internationale Männertag ist jedoch am 19.11. Ja, internationaler Männertag. Den wollen wir nicht. Wir wollen den deutschen Männertag. In manchen Regionen ist er am 13.05., aber internationaler Männertag ist am 19.11. Gut, dann haben wir einfach zwei Männertage. Heute ist Männertag, Leute. Männer, dies ist euer Tag. Irgendwas ist hier gerade explodiert. Das hört sich nicht gut an. Ey, ist das hier alles optionaler Kram? Ist das hier alles optional? Antike Münze. Oh, wir haben jetzt irgendwelche krassen Secrets gefunden. Ohne Scheiß. Weil wir halt auch auf Suche gehen. Ja, wir rushen hier nicht durch. Scheiße. Was ist das denn jetzt? Wir rushen nicht durch. Wir machen Secrets. Easter Egg? Das, was hier gerade so geknallt hat? War da das Easter Egg? DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95%ige Übereinstimmung mit dem Dulvey Mutamizet. Die Abweichung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderung durch den Menschen. Was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet. Weitere Untersuchungen notwendig, wie die Konnexions den Pilz finden und extrahieren konnten. Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte des Mutamizets Teil eines Bewusstseinsnetzwerks sind.
Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist, können wir dann davon ausgehen, dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt? Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Resident Evil 7 Easter Egg, weil der Pelikan war ja auf den antiken Münzen in Resident Evil 7. Stimmt! Die Münze sah eben echt eins. Oh ja, du hast recht. Oh, hier ist ja richtig viel Loot. Oh, und noch ein Easter Egg. Guck mal, hier ist eine Kiste, eine Waffenkiste. Nicht eine Waffenkiste, sondern Inventarkiste, Tapio. Man kann sie halt nicht benutzen. Ja, cool. Ich sag dir, irgendwo ist bestimmt noch so ein Wackelkopf. Oh, diese Wurzeln. Oh! Oh mein Gott! Irgendwas ist gerade passiert! Was machen wir denn jetzt? Aus, oder? Okay, wir versuchen es. Ich liebe Easter Eggs. Das ist definitiv kein Easter Egg. Wo kommst du denn her? Hey, ihr seid normale Zombies. Ich verschwende doch nicht meine Munition an euch. Okay, Munition verschwendet. Warte mal. Was ist das denn? Heilige Scheiße. Die Wurzeln bewegen sich. Das sieht nicht gut aus, Leute. Ich glaube, die Welt wird untergehen. Na gut, wir gehen. Wir haben genug gesehen. Siehst du, und manche Menschen haben diesen Ort hier nie gesehen, weil sie das einfach nicht erkundet haben. Einfach nicht erkundet, ne? Wir haben es erkundet. Und weg hier! Nicht mehr zurückkommen, nie wieder. Wir gehen. Einfach Bootsimulator 2021. Mutter Natur hat es im Griff. Ja, ja. Wir fahren weiter, wir fahren weiter. Wir gucken mal, was auf der anderen Seite des Flusses ist. Ah ja, guck mal. Erinnert ihr euch? Ja, 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 ich mich auch. Schöne Zeiten waren das. Oh, das ist das Schloss. Von Dimitrescu. Aber wisst ihr, was ich komisch finde? Bei dem anderen, wo wir das Wasser abgelassen haben, da war, hier war irgendwo noch eine Kiste. Hier war irgendwo eine... Scheiße, ich habe die nicht gelootet. Hier war irgendwo eine Schatzkiste. Da kamen wir nicht hin, weil das voller Wasser war. Da, wo das Boot, wo man das Boot geholt hat. Erinnert ihr euch? Oh, wo sind wir denn jetzt? Hä? Warte mal, sind wir wieder da, wo wir mal waren? Auf jeden Fall können wir hier jetzt die Kurbel benutzen. Machen wir mal direkt. Töten!
In diesem Haus waren wir schon mal. Ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Und hier geht's rein zu... Wo geht's denn hier rein? Ich weiß es gar nicht. Aber hier waren wir definitiv schon. Ist alles gelootet. Aber jetzt haben wir eine Kurbel. Einfach back. Backtracking. Nennt man Backtracking? Backseating Tracking? Und? Hä? Scheiße. Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Wieso ist denn das eine scheiß Leiter? Okay, wir gehen runter. Also ich habe jetzt mit allem gerechnet. Backtracking. Aber nicht mit einer Leiter. Wieso gehen wir jetzt in einen Kackbrunnen rein? Sind wir geisteskrank? Was zum Teufel? Wo bin ich denn jetzt? Normalerweise geht die Story hier oben weiter, Leute. Hier oben. Und wir machen einfach andere Dinge. Eindeutig ja. Aber du auch, Teleschnecke. Du auch. Besonders du. Viel mehr als ich. The Ring. Das sieht nicht aus wie in The Ring. Wow, von der anderen Seite verschlossen. Ja, wie von der... Hä, hier ist einfach gar nichts mehr. Wie von der anderen Seite verschlossen. Okay, ist das ein Rätsel? Wir sind gut in Rätseln. Lösen. Ich verstehe es nicht, wir gehen. Muss ich vielleicht noch irgendwas irgendwo auslösen? Beziehungsweise, das sieht aus wie eine Treppe, aber ich kann... Oh, ich... Es funktioniert. Was? Nichts. Rohrbomber. Ja, natürlich geht es nicht. Oh, was ist das denn? Ah. Oh, das ist ja cool. Niki PPD, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Real Talk. Really, really talk. Hä? Weiterschieben. Heute ist Männertag. Niki. Männertag ist heute. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Okay. Wenn wir das nach unten fahren, ergibt es einen Sinn. Wenn alles unten ist. Dann ist alles unten. Voll gut. Diese Logik. Hä? Es ist gar nicht alles unten. Oh, scheiße. Kommen wir überhaupt wieder hoch? Ja. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Da muss ich hin. Das heißt, ich fahre das Ding hoch. Jetzt kann ich da einfach hochklettern, oder?
Ja, ich dachte, wenn alles unten ist, passiert irgendwas Besonderes, aber das war nicht so. Das war nicht so. Oh, okay. Jetzt ist alles oben. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt durchlaufen sollten. Großer Taubenblutrubin. Wunderschön. Magnum-Muni. Hä? Oh, hier gibt's immer noch Loot. Willst du mich verarschen? Was habe ich denn jetzt übersehen? Was habe ich denn jetzt schon wieder übersehen? Ich traue dem Ganzen hier nicht. Ich komme halt auch nicht mehr hoch, ne? Hä? Hier ist irgendwo noch Loot, aber ich kann nichts mehr looten. Hä? Ist das jetzt vorbei? Ich komme nicht mehr hoch, ne? Das heißt, wenn ich oben irgendein Loot verpasst habe, ist es vorbei. Wenn ich oben ein Loot verpasst habe, komme ich da nicht mehr ran. Ist das richtig? Sehe ich das richtig? Willkommen beim Backtracking. Ja, aber es geht ja nicht mehr. Das ist ja kein Backtracking mehr. Ich komme nicht mehr ran. Also was auch immer ich vergessen habe zu looten, ich werde da nie wieder rankommen. Ich werde mir gleich, glaube ich, Cheeseburger bauen. Kochen, braten. Reload Checkpoint, ach. Man muss das Spiel ja eh mehrmals spielen. New Game Plus. Falls ich das jemals anfasse. Mit Waffen und unendlich Munition. Da wird das dann was. Hä? Wie die Scheiße ist zu? Geil. Ah ja, hier. Hier geht's zurück ins Schloss, aber ist aber auch zu. Was ist denn jetzt los? BPJSPECI Gott. Spezi Gott. Vielen lieben Dank. Yeah. Vielen lieben Dank für dein Follow. Hier kommen wir rein. Ins Schloss. Oder? Vielen, vielen lieben Dank. Was tun wir hier eigentlich gerade? Was ist das denn jetzt für ein Ort? Der ist aber neu. Hä? Sind das jetzt alles so Nebenmissionen, die ich hier gerade mache? Das hätte ich jetzt auch mit der Hand machen können wahrscheinlich, oder? Ach du Scheiße. Wo bin ich denn hier? Sind das alles so Secrets? Ich glaube, ich habe gerade Secrets in... Ist das hier... Das ist das erste Resident Evil Spiel, wo es halt einfach noch so Sidequests gibt. Kann es sein?
Scheiße. Hoffentlich werde ich belohnt. Oh Gott, hier kommen unendlich viele raus. Kann das sein? Kann man hier unendlich Gold farmen? Ist das hier ein Ort, wo man unendlich Gold farmen kann? Habe ich das den heiligen Kral gefunden oder was? Aber... Oh shit, Alter. Deswegen geben die kein Loot. Weil die unendlich kommen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay, ich habe den heiligen Kral gefunden. Kann mir einer sagen, wie ich das Feuer rüberhole? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hab mal Achievement bekommen. Komm mit. Ich brauch dich hier. Brennend. Das ist voll geil. Wir haben einen Schatz gefunden, Leute. Also ich kenne kein Resident Evil Spiel, wo man so auf Schatzsuche gehen kann. So wie hier. Komm her. Komm her. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Ja. Juppie. Noch mehr Schätze. Oha, goldene Dimitrescu. Haben wir alles? Nein, haben wir nicht. Haben wir jetzt alles? Nein, haben wir auch nicht. Doch, haben wir. Nein, warte mal. Hä? Ach, das ist die Schatzkammer. Nice, Alter. Oh, definitiv. Das ist richtig geil gemacht, oder? An der Stelle. Mit dem Feuer und so. Und es gab mal Achievement. Du musst scheinbar irgendwann mal einen Zombie abfackeln. Hier ist die Gelegenheit. Das ist richtig gut gemacht. Oh, das sieht so schön aus. Auch so mit dem Himmel. Aber auf. Zurück. Zurück zum richtigen Spiel. Wobei, irgendwas stimmt noch nicht. Uns fehlt das hier noch. Mit der Puppe. Das Rätsel habe ich noch nicht verstanden. Oder beziehungsweise uns fehlt irgendwas irgendwo. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt es noch. Bei Heisenberg. Habe ich mit der Magnum geschossen? Nee, ne? Ich dachte gerade. So, mein lieber Händler, der mir sehr suspekt ist. Der immer da ist. Ein Glück, dass du kommst. Ich bin. Mir war gerade langweilig. Und das ist alles sehr merkwürdig. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Wir haben alle Zutaten beisammen. Gut. Gut. Okay. Et voilà. Bitte bedien dich. Jojojojojo, Mampf. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. Okay. Fisch. Oh, das ist voll gut. Ich glaube, wir haben bisher alles. Alles Wichtige. Hä? Kombinierbar. Eine aufwendig gestaltete Münze sieht aus wie die von Bakers. Bakers? Sehr wertvoll. Verkaufen wir. Wertvoll. Das ist aber nicht kombinierbar.
dieser Rubin ist kombinierbar. So ein Schmuckstück. Aber ich befürchte, dass wir das schon wegverkauft haben. Wobei, so ein Fehler würde mir niemals passieren. Einfach 24/7 am Fressen. Beachte mich gar nicht. Oh ja. Aha. Aha. Was? Ah, schon gut. Das war's. Ja, mehr können wir uns gar nicht leisten. Zu hungern? Danke für deine Treue. So. Da ist noch irgendwie was. Da ist noch irgendwas. Da ist noch irgendwas. Was wir einfach nicht finden. Ja, am Ende des Spiels. Immer schön auf den Kopf ziehen. Übrigens, habe ich gelesen, Niki. Das ist gar nicht so leicht. Tausendhundert Schaden macht die Mike. Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen, das ist richtig krank. Also hier muss ich noch hin. Und übrigens, das mit dem Kopfziehen ist echt schwer in diesem Game. Ist mit meiner Kamera irgendwas passiert, Leute? Oder kriselt das schon die ganze Zeit so? Irgendwas kaputt gegangen? Ja, auf den Kopf ziehen ist richtig schwer in diesem Game. Weil die Zombies sich so komisch und anders bewegen und so torkeln. Das ist voll schwer. Und was ist das hier? Ah, das kommt wahrscheinlich ganz zum Schluss. Okay. Dann müssen wir jetzt zu Heidelberg. Außer denn, wir haben noch irgendwas zum Kombinieren. Dim, 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 dim. Ich versuche mal, die Tür zu öffnen. Die Tür? Sonst wäre das Spiel ja zu einfach. Ja, ja, ja. Übrigens, ich finde es krass, dieses... Rose is waiting for you. WTF? Oha! Bam! Oh, oh, oh! Irgendwas stimmt hier nicht. Bam! Zwei wild. Aber wo kommt ihr jetzt her? Wo kommt ihr denn jetzt her? Vielleicht hätte ich das jetzt gar nicht machen müssen. Ich hatte aber Angst, die waren so groß und hatten lange Hörner. Das hier ist das, was ich brauche. Claudi, das ist das Stück für die Puppe. Das ist das Stück für die Puppe auf dem Friedhof. Aber wie komme ich da rein? Naturfreundlich. Oh, scheiße. Für den gibt's auch eine Trophäe. Was hätte man machen müssen? Ich hab's verkackt, oder? Tapio. Wahrscheinlich wäre die Lösung gewesen irgendwie, hey, Messer ihn oder sowas. Und ich hab's jetzt verkackt. Scheiße. The show must go on. Der will halt, dass ich zu Heisenberg gehe. Aber... Wie komme ich hier rein? Wie komme ich hier rein? Wie komme ich hier rein? Könnt ihr mir bitte spoilern, wie ich hier reinkomme? Wie geht's dir? Panagro, herzlich willkommen. Mir geht's gut. Wie komme ich hier rein und krieg dieses Stück da?
diese Ochsen einfach töten. Das weiß ich nicht, weil Dumtenno ist genauso weit wie du. Oha, wie? Nein, 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 nein. Dumtenno ist noch nicht so weit wie ich. Ich bin viel weiter, Alter. Ich bin viel weiter. Ich hab die Bosse alle gelegt. Guck. Ich muss nur noch den Boss da oben legen. Das ist der schwierigste von allen. Der schlimmste. Aber dieses Rätsel hier, das habe ich noch nicht verstanden. Ich glaube, ich muss irgendwie Feuer legen. Schnee schmelzen. Der dich ganz am Anfang durch eine Falle gelockt hat. Ja, genau, das ist Heisenberg. Der uns am Anfang irgendwie festgenommen hat. Was ist das denn? Meint ihr, ich kann hier dieses Archiv mitmachen, fünf Vögel abzuschießen? Vielleicht, ne? Oh, Dumtenno ist gerade bei Heisenberg. Okay. Dann müssen wir das andermal machen. Aber hier ist das Puzzleteil für das da. Bei dem Grab müssen wir nämlich das hin rauflegen. Das fehlt da. Das ist hier drinne. Wissen wir schon mal Bescheid. Ich gehe ganz kurz zurück. Und zwar möchte ich dem Verkäufer mein Fleisch geben, was ich gerade gelootet habe. Oh, 4 Wild haben wir geschossen. Dann geben wir ihm das. Ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten. So. Jetzt wird's halt wirklich spannend. Aber es sieht halt wirklich so aus, dass wir nie wieder hier reinkommen. Weil Dimitrescu ist ja tot. Die patrouilliert ja da nicht mehr. Und wir kommen auch nicht mehr hier zurück. Also die Gebiete sind gesperrt. Kann es sein? Die Gebiete sind oder werden gesperrt, nachdem man sie gemacht hat. Also die Sachen, die ich verpasst habe, werde ich nie wieder kriegen. Vermute ich jetzt einfach mal. Oder? Vielleicht komme ich trotzdem irgendwie ran. Aber hier ist schönes Wetter geworden. Nee, das Tor ist oben und das geht halt auch nicht mehr runter. Ich weiß, wie du an der Tafel rankommst. Ja, sag's mir dann. Sag's mir gerne. Kannst du gerne sagen. Hä? Wieso liegen jetzt hier 2 Tote? Wo kommt die Frau her? Ich trau dem Frieden nicht.
Vor allen Dingen, irgendwann lag hier auf einmal ein Mann. Und jetzt liegt hier eine Frau. Was? Kann ich nicht lesen. Okay, da. LOL. Bam! Rostige Reste. Ich trau dem Frieden nicht. Was für ein Frieden? Nix Frieden. Oh, da ist auch noch was Rotes. Lass es mal ganz kurz zurückgehen. Hallo? Ah, hinter der Kirche. Was war das denn? Was war das denn gerade? Habt ihr das gehört? Hä? Oh, hier ist ein Brunnen. Wieso ist der nicht auf der Karte drauf? Ich dachte, es ist alles auf der Karte. Halskette. Halskette? Warte mal. Kombinierbar. Kombinieren. Bam! Hä, das ist aber hässlich. Das ist aber eine hässliche Halskette. Die verkaufen wir. Irgendwas ist hier. Was ist das denn? Auch zu. Von der anderen Seite verschlossen. Hä? Wie öffnet man das? Nur wenn du einmal X drückst, ist es auf der Karte. Man muss einmal damit interagieren, ne? Man muss... Oh, guck mal. Hier brennen Kerzen drin. Brauche ich Kerzen bei dem anderen? Ist von der anderen. Muss ich das vielleicht aufsprengen mit Granaten oder so? Mit Granaten? Kann man das vielleicht aufsprengen? Also hier ist auch auf jeden Fall noch irgendwas zu. Wir können ja nochmal speichern. Hier war's. Und dann gehen wir jetzt zu Heisenberg. Dann mal los. Entriegelt. Oh mein Gott. Ich will gar nicht. Ich will eigentlich gar nicht. Viel Glück. Das wird nämlich jetzt, glaube ich, richtig krass. Ich gehe mal links hoch. Ich glaube, ich soll auch links hoch. Oder?
Ich glaube, wir brauchen beides. Kannibalenbeute, Schatz unter der Festung. Okay, wir müssen erst hier lang. Oh, guck mal. Das können wir in die Luft jagen. Nein! Da habe ich den Rahmen leider verscheucht. Bringt es was, wenn ich die Fässer in die Luft jage? Sollte ich mir das aufheben? Um das Tor aufzubekommen, musst du am Baum neben dem Tor einen blauen Vogel abknallen. Das habe ich getan. Um das Tor aufzubekommen, musst du am Baum neben dem Tor... Das habe ich getan. Warte. Den Vogel habe ich abgeknallt. Den Vogel habe ich abgeknallt. Es ist ein Bug. Den Vogel habe ich abgeknallt. Der war hier oben irgendwo. Den Vogel habe ich abgeknallt. Ich glaube, der Vogel hat damit nichts zu tun. Als Nintendo den Vogel abgeknallt hat, ist das Tor aufgegangen. Hat der vielleicht noch mehr Vögel abgeknallt? Weil den Vogel habe ich schon abgeknallt. Nicht, dass das irgendein Bug ist und ich werde jetzt nie wieder dieses Tor öffnen können, weil das Tor einfach hätte auf sein müssen. Hier ist nämlich kein Vogel mehr bei mir. Hi, Noram. Herzlich willkommen. Noram. Du spielst doch bestimmt auch Resident Evil 8, oder? Kannst du eventuell sagen, wie man dieses Tor hier aufbekommt? Weißt du, dass in der Statue ein Secret drin ist? Im Auge? Das habe ich schon gemacht. Warte, was? Im Auge? Das war hier, im Auge von diesem Ding. Das habe ich schon. Was ist eigentlich hinter dem Tor? Da ist das drin, was wir brauchen. Da ist dieses Papierstück drin, was wir auf dem Friedhof brauchen für die Puppe. Das Tor war bei mir nach dem zweiten Dorfbesuch offen. Hä? Nach dem zweiten Dorfbesuch? Alter, ich habe das Dorf schon 10 Mal besucht. Scheiße. Du hast dann auf dem Dorf irgendwas getriggert, weil Dumtenno hat den Vogel abgeschossen. Genau. Der Vogel gibt besonderes Fleisch, den habe ich mir schon lange abgeschossen. Da muss ich auf dem Dorf noch irgendwas machen. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Es gibt ja noch 2 Orte im Dorf, die wir noch nicht so richtig
wo noch irgendwas zu looten ist, was ich auch nicht weiß. Rechts oder links? Ich glaube, ich gehe erstmal rechts lang. Oh, das sieht schon brutal aus. Das sieht schon ein bisschen brutal aus. Ich gehe mal hier rein. Ah, von der anderen Seite verschlossen. Dann, ist der Weg klar. Die Frage ist übrigens auch, ob es uns was bringt, wenn wir das jetzt sprengen oder ob wir das lieber lassen. Bis irgendwas kommt. Boss oder so. Ah, vielleicht gibt es hier noch Fisch. Sieht nicht so aus. Du musst den Vogel abknallen, dem Blauen das Fleisch nehmen und dann ist das Tor offen. Bei mir hat es nicht geklappt. Ich habe es nämlich ganz am Anfang schon gemacht. Es ist offen, wenn man nach Beneviento wieder ins Dorf kommt. Den habe ich schon lange. Beneviento? Das war doch der hier unten, ne? Nee, wer ist denn Beneviento? Dann habe ich Beneviento noch nicht. Warte. Man muss den Vogel später töten? Warte, wenn ich die... Ich habe den Vogel direkt am Anfang vom Game schon getötet, weil ich ihn gesehen habe, ohne dass ich es wusste, dass da irgendwas Spezielles ist. Heißt das, ich habe mich jetzt selbst bestraft, weil ich Sachen zu früh getriggert habe? Das Dorf verändert sich jedes Mal nach einem Storyboss. Ah. Ich bin nämlich noch nicht ins Dorf gegangen. Ich bin nach dem letzten Run, nach dem Boss hier, bin ich noch nicht zurück ins Dorf gegangen, weil wir ja schon eigentlich alles gelootet haben. Außer das da und das da haben wir jetzt alles schon. Deswegen bin ich nicht zurück ins Dorf gegangen. Das heißt, aber ja, es hat sich tatsächlich verändert. Das Dorf hat sich tatsächlich verändert. Ich habe den Revolver. Ich habe eine Magnum. Ich weiß nicht, ob es... Welch Magnum das ist. Es gibt, glaube ich, mehrere Magnum. Ich glaube, ich muss einfach nochmal ins Dorf gehen. Ah, guck mal, hier ist auch das Schwein. Fragment. Dieses Schwein ist einfach heftiger als jeder Zombie in diesem Spiel. Ach du Scheiße. Was war das denn? Hey. Beruhig dich. Ich brauche dein Fleisch leider. Ich muss brauch gleich Heilung, wenn es so weitergeht. Uiuiuiuiui. Ah, du glaubst, dass da ein Gegner kommt, der das Tor aufmacht? Dann sollte ich vielleicht doch nochmal zurück, bevor ich den nächsten Boss mache. Wir sind bisher immer ins Dorf zurückgegangen, außer beim letzten... Weil es da keine Notwendigkeit gab. Dann lass uns lieber kurz nochmal ins Dorf gehen. 100% kann ich das nicht sagen. Lass uns einfach ins Dorf gehen, schadet ja nichts.
Wenn du das Teil hast hinter der Tür, weißt du, was dann passiert? Dann kriegst du einen Zwischenboss. Wenn du das Teil hast hinter der Tür... Es gibt halt nichts mehr zu looten. Außer hier, in dem Raum, habe ich absolut nichts mehr gefunden. Aber vielleicht hat sich jetzt was geändert. Ich speichere nochmal. Also der Typ, der die Tür öffnet, den habe ich vielleicht einfach umgebracht. Und deswegen hat er nichts mehr geöffnet. Vielleicht habe ich den zu früh getötet. Hä? Beim letzten... Also ich bin eigentlich bei jedem Boss zurück ins Dorf gegangen, weil man halt was machen musste. Aber jetzt muss man ja nichts mehr machen. Warte mal. Als ich eben hier lang gegangen bin, hat es ganz laut geknallt. Vielleicht hat sich ja doch irgendwie was verändert. Was ist denn jetzt los? Wieso kam denn gerade so ein komisches Achievement-Geräusch? Als ich die Klotür geöffnet habe. Aber ich sehe kein Achievement. Gestörtes Örtchen. Öffnen Sie in einem einzigen Spieldurchlauf alle Klotüren. Okay. Gut. Hätten wir das geklärt. Wir haben alle Klotüren geöffnet. Das ist scheinbar auch ein Achievement. Tapio. Alle Klotüren öffnen. Warte mal, der hier ist neu, oder? Kann es sein, dass wir das waren? Kann es sein, dass wir den Pilz haben und das ganze Dorf abmassakriert haben? Dass diese Zombies und so, was wir uns eingebildet haben, einfach nur ganz normale Menschen waren. Und wir haben Hallus und haben die alle getötet. Kann es sein, dass wir das ganze Dorf zerstört haben? Das... Naja, okay. Werden wir ja bestimmt noch rausfinden. Leider kannst du es nicht mehr öffnen. Hä? Den Schatz hast du leider... Was? Es gibt verpassbare Achievements? Also nicht Achievements, sondern... Ich kann es nie wieder öffnen? Aber wie habe ich das denn verpasst? Ich check's nicht. Das ist merkwürdig, weil eigentlich haben wir hier alles im Dorf gemacht. Eigentlich haben wir hier immer alles gemacht. Hä? Das ist aber merkwürdig. Was ich... Was ich auch komisch finde. Ist dieser Raum hier. Hier soll irgendwie noch Loot sein. Ich check's nicht. Ich seh's nicht. Bei jedem Besuch kannst du gewisse Dinge triggern, die verpassbar sind. Ein grüner Kristall ist in einem der Gitarren. Oben an der Decke. Grüner Kristall. Da! Oh, und es leuchtet nicht mal. Das leuchtet nicht mal. Alter. Aber ja, wenn man das in bestimmten Momenten machen muss, das ist schon echt mies. Das ist schon ein bisschen schade. Weil...
das nicht so ersichtlich war. Das war nicht ersichtlich. Du musst dir die Jahreszahl merken, die am Bild ist. Habe ich. Hä? Die Jahreszahl? Was ich nicht verstanden habe. Vielleicht hast du das ja verstanden. Oha, let's go. Vielleicht wisst ihr das ja. Vielleicht weiß einer von euch das. Vielleicht ist es auch eine ganz neue Erkenntnis. Hä? Wieso ist denn das jetzt eigentlich so dunkel hier drin? Hier. Seht ihr das? In roter Schrift steht da 1600,25 Lei. Das ist ja das Geld. Und dann steht da im Weißen, steht da 081009. Was ist das? Weiß einer, was das zu bedeuten hat? Ja, die Zahl hier, ja, die Zahl öffnet das da hinten. Das habe ich schon. Easy. Das habe ich schon. Das habe ich schon. Panagro, das habe ich alles. Das habe ich alles. Hier, ist alles gelootet. Alles gut. Ich schätze mal, es soll verwirren. Ah, okay. Dann ist es vielleicht einfach nur so da. Ich dachte, es hätte jetzt irgendwie dann nochmal irgendwas richtig Krasses. Okay. Dann versuchen wir mal irgendwie... Also, das Komische ist, nach diesem Bosskampf hier hat sich in der Stadt gar nichts verändert, außer dass Pfeile gespawnt sind, wo wir hinlaufen müssen. Oder sollen. War hier noch eine Treppe? Aber hier war nichts mehr. Raschel, raschel. Das Tor hier ist auch zu... Das ist offen. Was ist hier drinne? Ach ja! Dieses Rätsel habe ich auch nicht verstanden. Hier ist auch noch irgendein Loot. Er hat den Grabschänder und den Drescher von Beneversto verpasst. Ich habe lediglich das da verpasst irgendwie. Weil das ist da, das ist ja hier oben. Und hier oben ist noch irgendwas zu. Genau, das habe ich verpasst. Und das habe ich verpasst, leider. Schade, muss ich das nochmal spielen? Och, schade. Und was ist hier? Was ist in diesem Haus? Hier habe ich halt auch noch nicht verstanden. Ah, okay, danke für den Hinweis. Da muss ich das, wenn ich das vielleicht nochmal mache. Vielleicht, wenn ich New Game Plus spiele oder so. Aber hier ist irgendwo auch noch ein Loot, wo ich absolut nicht weiß. Also für sachdienliche Hinweise. Oh. Vielleicht ist das ja hier. Nee.
vielleicht irgendwie hier. Nee, nee, nee. 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 Vielleicht kannst du das Baby wieder zu einem Baby machen. Auf diesen Zeichen mit den Kerzen auf dem Boden. Was? Wenn du alle... Ja, wenn ich alle Flaschen hat. Das Zeichen auf dem Schlüssel mit dem Embryo. Das hier habe ich ja. Ja. Ich glaube, die verwirrt mich gerade nur. Guck mal, das Schwein haben wir auch. Ja, das sieht aus wie auf dem Boden, das stimmt. Aber im Dorf hier hat sich nichts verändert nach dem letzten Boss, außer dass hier überall diese Schilder gespawnt sind. Dann lass uns einfach weitergehen. Oder wollen wir erstmal ausmachen? Und beim nächsten Mal weiterspielen. Ich weiß halt nicht, wann der nächste Checkpoint kommt. Ich wollte nicht spoilern, aber nicht, dass du unnötig wegen diesem einen Treasure jetzt versuchst, da ranzukommen. Das geht halt wirklich leider nicht mehr. Okay. Ja, ja, ich hätte jetzt halt hier noch Stunden verbracht, zu versuchen, dieses Rätsel zu lösen, wenn es halt gar nicht geht. Das ist natürlich doof. Okay, ich gehe jetzt hier rein. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Wo geht das denn überhaupt weiter? Genau, hier war das Schwein. Was war das? Minenarbeit. Oh ja. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Riesenvieh? War das nicht der Boss vom Grabstein? Hä? Beim Grabstein war kein Boss. Wo ist er? Hä, ich sehe ihn nicht mehr. Bin ich blind? Wo ist er hin? Oh, er ist über mir. Oh mein Gott, er ist über mir. Ist der über mir? Du kannst ihn nur triggern, wenn du den Teil vom Grabstein hattest. Ja doch. Ihr verwirrt mich. Wo ist er denn? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
Autsch, 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 autsch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, okay, ich verstehe. Oder auch nicht. Oh. Ist er tot? Natürlich nicht. Alter, was war das gerade? Mine. Mine, Schnellzugriff links. Jetzt kommt die auch noch hier rein. Lass mich verarschen. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 439k. Vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Wo ist der? Wo ist die Fledermaus? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich muss deinen Rücken treffen, oder? Ich muss deinen Rücken treffen. Auf jeden Fall gerade alles sehr merkwürdig. Ich glaube, ich habe irgendwas. Ich mache irgendwas falsch. Oh. Benutz mal die Magnum. Soll ich die echt schon hier benutzen bei dem Boss? Ich will die eher später benutzen. Was? Noch mehr Monster? Verarschen. Oh shit, Alter. Shit, 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 shit. Zwei Schüsse waren ein Werwolf tot. Oha, das ist natürlich geil. Ich habe extrem viel. Ich habe extrem viel Granaten dafür gebraucht gehabt. Für den Werwolf. Nimmt ihr überhaupt Schaden? Nee, Mann. Hä? Ist das überhaupt... Das ist doch gar nicht die Magnum. Das ist die Magnum. Ja... Und er fällt einfach um, lol. Ein Schuss Magnum und er fällt einfach um. Okay.
Lass uns hier nochmal durch die Gegend gehen und alles looten. Panagro LP, herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben alles. Nein. Spiel sagt, wir haben nicht alles. Och, wer weiß, wo was hier schon wieder zu looten ist. Hier. Ah, okay. Schnellzugriff. Nicht, dass wir jetzt wieder Minen legen aus Versehen. Oh. Hä? Hallo? Hä? Hier gibt's voll viel Fleisch. Das ist das ganze Fleisch, was noch fehlt. Ich sag's euch. Okay, okay, okay. Aber dass man einfach Dinge irgendwie aus Versehen nicht triggert, wenn man es nicht weiß, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Schau, ob das Tor jetzt auf ist. Warum sollte das Tor jetzt auf sein? Aber es ist schon komisch. Nur im Notfall soll ich die Magnum benutzen. Ey, das ist schon heftig. Ich habe gerade einen Schuss gemacht und der war einfach tot. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal gucken. Vielleicht ist das ja jetzt dann offen bei mir, aber hat sich ja erstmal nicht so angehört. Wobei, ihr meintet irgendwie, den Boss hattet ihr an anderer Stelle? Hat das Spiel irgendwie verschiedene Endings? Beziehungsweise verschiedene Verläufe? Ja, guck mal. Ich sag euch, jetzt ist das Tor offen. Jetzt wird das Tor offen sein. Ja, easy. Lol. Oh nein! Ah. Dieser war an den Stellen der Puppenfriedhof, wenn du den Grabsteinplatte hinter der Tür zum Puppenfriedhof gebracht hast. Und dann kam der Boss, was du gerade gemacht hast. Das ist ja merkwürdig. Ich habe den jetzt quasi einfach an anderer Stelle getriggert. Ich habe ihn jetzt einfach an anderer Stelle... an anderer Stelle mit ihm gekämpft. Aber das ist ja krass, dass der Bosskampf scheinbar an verschiedenen Orten stattfinden kann. Oh, ich sag's dir, jetzt ist offen. Jetzt wird offen sein. Nö, ist immer noch zu. Es ist halt real. Haben wir verpasst. Aber bei Dumtendo ist es aufgegangen, als er den Vogel zerschossen hat. Aber den haben wir schon. Den haben wir schon. Hä? Ah, jetzt muss ich den Weg hier noch laufen. Ja, dann pass auf, dann machen wir jetzt hier aus. Dann speichern wir hier ab und spielen morgen weiter. Ja. Wir geben noch das Fleisch ab. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Das hört sich gut an. Dafür haben wir zu wenig. Aber das könnten wir noch machen. Wir haben alle Zutaten beisammen. Spiel bitte weiter. Gut. Soweit ich weiß, gibt es keine alternativen Enden. Nee, aber der Spielverlauf scheinbar. Also ich hatte gerade einen Bosskampf, der scheinbar andere Leute woanders hatten. Fertig. Komm, du hast dir auch was. Oder der Boss kommt zweimal. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Hä? Das ist jetzt auch merkwürdig. Ich habe jetzt alles gekocht, außer das letzte Gericht. Fertig. Komm, du hast dir auch was verdient. Kein schlechtes Mahl.
Und ich habe noch Fleisch übrig. Wieso habe ich denn jetzt noch Fleisch übrig? Ich habe Fleisch übrig. Ich brauche feinster Fisch. Ich brauche Fisch noch. Wieso habe ich jetzt noch 3 Wild? Kann ich die jetzt einfach verkaufen? Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Es scheint immer noch was zu fehlen. Hä? Das wird ein Festmahl werden. Es scheint immer noch was zu fehlen. Ja, okay. Den Rest können wir verkaufen. Yeah. Hättest du die Platte gehabt und den Vogel jetzt sie ist abgeschlossen? Als Investition, Ethan. Hättest du den Boss gerade gemacht und nicht machen müssen? Nee, den roten Kristall habe ich. Den roten Kristall habe ich. Dann lasse ich das noch. Das verkaufe ich. Das Geflügel kann ich halt verkaufen, ne? Klotzen statt kleckern. Schluck trinken, vielen lieben Dank. Zu hungern. Ein gutes Geschäft. Dann machen wir hier erstmal einen Cut, Leute, und wir spielen morgen das weiter. Das muss ich schon sagen. Es ist 2 Uhr. Punktlandung, würde ich sagen. Oder, Roswitha? Punktlandung. Haben wir jemanden zum Raiden? Haben wir jemanden zum Raiden? Schwierig, ne, um die Uhrzeit. Dann verzichten wir heute auf Raid. Ich wünsche euch allen alles, alles Liebe zum Männer- oder Vatertag oder einfach Christi Himmelfahrt. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Punkt 2. Wir sind raus. Wir sind morgen bzw. heute nachher wieder dabei. Mal gucken, ob wir Resident Evil weiterspielen oder Walking Dead oder was ganz anderes. Monster Hunter, Immortals Rising. Wir haben noch so viele Sachen. Und, oh, Star Wars müssen wir auch noch spielen. Liebe geht raus auf jeden Fall. Schlaf gut, passt auf euch auf. Und wir sehen uns wieder. Danke fürs Einschalten. Und ja, fürs Helfen. Gute Nacht. Schaue jetzt mit Freunden noch einen Film. Viel Spaß. Bis denn. Ciao.